Yeah. Also ich bin Samuel, der Ukulelenprediger, und ich möchte jetzt über ein wichtiges Thema sprechen. Über mich. Ich will entscheiden, wie ich bin. Nur dann macht es Sinn. Wer überzeugt ist, die Wirklichkeit bereits komplett zu verstehen, hält den Laden nur auf. Ich bin morgen nicht mehr, wie ich gestern war. Besonders stört. Genau das ist unsere Aufgabe. Was ich wahrnehme, entscheide ich selbst. Was mich runterbringt, was mir gefällt. Wie ich's wahrnehme, kommt ganz drauf an. Ob's mir schaden oder mich bereichern kann. Denn es gibt immer etwas auszusetzen, nie ist alles optimal. Ich muss entweder lang warten oder hetzen. Beides ist für mich die reinste Qual. Diese ständige Suboptimalität liegt mir wohl im Blut. Denn selbst wenn alles fantastisch wäre, dann fühl ich's bald schon nicht mehr ganz so gut. Es gibt immer etwas auszusetzen. Fragt man verschiedenste Menschen nach ihrem Lebensziel, dann hört man vielleicht von einfach gestrickten Leuten, ich möchte reich sein. Die etwas Weiterdenkenden sagen vielleicht, ich möchte gesund sein. Und die ganz Schlauen sagen, ich möchte glücklich sein. Das ist ja auch erstmal völlig in Ordnung, glücklich sein. Man darf da bloß nicht übertreiben. Denn welchen Sinn hätte eine ausnahmslos glückliche Existenz? Man möchte sich doch auch weiterentwickeln. Und ohne eine gewisse Unzufriedenheit wird das kaum geschehen. Es muss doch noch was anderes geben. Alle Gefühle, gut und schlecht, sind für uns gemacht. Hauptsache ich. Ich bin bereit für eine neue Zeit, in der wir alles tun für die Glückseligkeit. Seid ihr auch bereit für eine neue Zeit, in der wir alles tun für die Glückseligkeit? Vielen Dank. Der herkömmliche Prediger macht meist den Fehler, den Leuten zu sagen, ihr müsst dies oder jenes tun und alles wird gut. Tut bloß nicht das oder das, sonst wird alles ganz schlimm.
Naja. Also ich denke, es ist besser, den Menschen Mut zu machen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen und dazu zu stehen. Gut. Ja, genau. Wir brauchen keine Schäfchen, die tun, was ihnen gesagt wird, sondern selbstbewusste Persönlichkeiten, die gewissenhaft handeln. Und zwar nach ihrem eigenen Gewissen und nicht unbedingt nach dem, was andere von ihnen erwarten. Ich bin ein Egoist, der andere nicht vergisst, denn allein will ich nicht sein. Meine größte Schuld ist mangelnde Geduld. Ich suche in mir selbst nach einem Reim. Woher kommt mein Elan, den ich nicht immer steuern kann? Ich hab ihn nicht erwähnt, doch ist er mit mir vermählt. Er wurde in mich gepflanzt von einer unbekannten Instanz. Kann ich nicht sein? Nein! I never meant to be your weekend lover. Some kind of friend, yeah. Maybe I could never steal you from another. And it's such a shame our friendship had to end. Warum vertrauen wir nicht einfach darauf, dass alles genau so ist, wie es sein soll? Ja, dass er schon weiß, was er tut. Es scheint die sicherste Sache der Welt zu sein, dass es so, wie es läuft, ja wohl völlig in die Hosen geht. Aber brauchen wir nicht konfliktgeladene Situationen, um Stellung zu beziehen und unsere moralischen Grundsätze zu formen und zu präzisieren? Da bin ich mir nicht so sicher. Brauchen wir nicht, um die nötigen Lernschritte zu machen, genau die Situation, die momentan existiert? Ja, ich weiß es nicht. Tatsache. Aber zumindest halte ich es für möglich. Ich werfe den ersten Stein, versuch einfach nur gut zu sein, das Erdämte muss ich ja.
die anderen Leute, hab ich mich so früh gefreut. Denn was die bösen Menschen tun, scheint ja auch in mir zu ruhen. Und heilig ist alles, was ist. Zugeschnitten sein könnte. Und die Dinge, die mich so richtig nerven, anzeigen, in welche Richtung der nächste Lernschritt gehen soll.